Hallihallo, heute besuche ich Gachang Restaurant. Das ist ein weiteres Restaurant mit einer schönen Atmosphäre am Tablamo Pier, die ruhige Aussicht auf den schönen Fluss und die Mangroven machen es aus. Es hat eine besondere Note im Vergleich zu den bisher vorgestellten Restaurants, weil es ein einheimisches Restaurant namens Local Seafood Floating Restaurant ist, das frische Zutaten aus dem Meer verwendet. Das Restaurant befindet sich in der Nähe des Check-in Andaman Pier in Tablamo. Sie können den Zielort auf Google Maps festlegen, indem Sie die Koordinaten eingeben und den Marker auf das Hauptrestaurant setzen. Die Öffnungszeiten sind von 12 bis 21 Uhr täglich, außer dienstags. Das Gachang Restaurant hat eine Auswahl an thailändischem Fisch aus dem Andamanischen Meer, den jeder ausprobieren kann. Die meisten Thailänder kennen möglicherweise nicht den Wert des thailändischen Fisches, der genauso schmeckhaft und wertvoll ist wie ausländischer Fisch. Die Ungewöhnlichkeit hier besteht darin, dass man darauf spekulieren muss, welchen zufälligen Fisch man als Zutat bekommt. Deshalb laden wir alle ein, unser Menü auszuprobieren und den unvergesslichen Geschmack zu erleben. Guslak Sashimi, gebratener Weichschalenkraben mit Knoblauch. Gebratene Eier des Tintenfischs. Feuerfisch, Set für Feuertopf. Gewürze, Flussgarnelen mit Salz und Chili. Gebratene kleiner Makarellfisch mit Kräutern und Garnelenpaste. Swiss Mango Sorbet Ice Cream. So, ich probiere den Guslak Sashimi. Sojasauce und Wasabi zusammen und ausprobieren. Lecker, sensationell. Nochmal. Das zweite Stück. Lecker. So, ich probiere diesmal mit meckerlen Fisch mit Kräutern und Garnelenpaste mit Seafood Sauce. Sehen Sie, die grüne Sauce. Schmeckt? Lecker. Typisch südthailändisches Essen. Sehen Sie, viele Kräuter. So, gebratene Weichschalen, Kaber mit Knoblauch. Mit Sauce hier. Typisch thailändische Sauce. Das ist knusprig. Lecker. Das gewürzte Flussgarnele mit Chili und Salz. Oh, sieht so lecker aus. Großes Stück Garnelen. Großes Stück Fleisch. Lecker. Es passt zusammen mit Chili.
Der Fisch ist der Fleisch. Merken Sie einfach von den Augen. Das Auge ist klar. Das ist sehr populär, dieser Fisch in Thailand, und ist sehr teurer, weil es sehr gut Qualität ist. Besonders hier in Khao Lak isst man sehr gerne. So, ich probiere mit der Seafood Sauce. Hier, es gibt verschiedene Sauce, aber ich probiere nochmal die grüne Sauce. Lecker. Wenn Sie in Khao Lak sind, kommen Sie und probieren Sie es selber. So, ich suche ein anderes Stück. Da. Diesmal auf diese Sauce. So, ich probiere die gebratene Eier des Tintenfisch mit die Sauce. Lecker. So, das ist mein Nachtisch heute Abend. Das ist Mango Sorbet Ice Cream. Das ist homemade. Ich probiere nochmal. Es liegt nach Mango. Und zwar nicht so süß. Das Geschmack ist lecker. Das ist homemade. Lecker. Sie müssen es selber ausprobieren. Zum Wohl. Prost. Das Restaurant ist Pet Friendly. Was bedeutet, dass Sie Ihre Haustiere mitbringen können? Wir haben eine schöne und gemütliche Einrichtung, ähnlich einem Café, das Ihnen gefallen könnte. Unsere Mitarbeiter sind freundlich und kümmern sich gut um Sie. Wir haben viele Fotomöglichkeiten für diejenigen, die schöne Bilder machen möchten. Außerdem bieten wir einen Busverleih und eine Bustour zum Betrachten der Landschaft. Sie können bequem zwischen verschiedenen Zahlungsmethoden wählen, darunter Barzahlung, Kreditkarte oder Scanzahlung. Sawadika. Thank you. Kaukunka. Dies ist ein Ort, an dem Kunden sich in die Ruhe der Natur vertiefen können, während Sie echte Meeresfrüchte genießen. Das Restaurant bietet atemberaubende Ausblicke, wunderschöne Fotomöglichkeiten und ist besonders geeignet, um den Sonnenuntergang zu betrachten. Es ist perfekt für Familien oder Paare, die Zeit miteinander verbringen möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen und lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen zu Khao Lak haben oder Hilfe bei anderen Reisetipps für Khao Lak benötigen. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, klicken Sie die Daumen nach oben, abonnieren Sie jetzt meinen Kanal und teilen Sie es mit Freuden.